Und damit einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zurück. Ich muss noch meine Rechnung bezahlen. Und ansonsten machen wir dann. Hier weiter mit Erdnussbutter, Mehl und Öl. Einmal, einmal und einmal. Reis, Spaghetti. Achso, Salzwurst. Ja, nehmen wir von jedem eins. Getränke. Gut. Dann nehmen wir mal von jedem eins. Da O-Saft. Pudding haben wir, Crispy Chibi. Ja, könnte man mitnehmen, ja. Das lassen wir alles. Brauchen wir gar nichts. Dann gucken wir gleich nebenan. Kupferschmiedel und Reiniger. Müssen wir nur noch am. Ja, nehmen wir mal eins. Und da sind es. Zwei. Der Käse und Honey. Da müssen wir mal zwei. Zwei, eins. Thunfisch, vierer Eier sind voll. Was war das? Thunfisch, vierer Eier und Pablo, ne? Jo. Okay, einmal der und einmal der und hasta la vista. Bruder, müsste man genug haben, also das müsst ihr mit dem Teufel zugehen. Honey und Hähnchen. Honey brauchen wir auf jeden Fall. Hühnchen zweimal. Den brauchen wir, da habe ich schon geguckt. Da haben wir genug Kartoffeln fehlen. Holla die Wolfe. Da hätte man genau zwei Stück. Und ohne als Ersatz. Dann kommt als nächstes Mimolette-Käse, rote Kaffee und die Wasserflasche. Wasser brauchen wir. Eins, eins. Gut. Eins, eins, Zwölfer, jupp. Und ab. Macaroni, braune Zucker. Einmal Macaroni. Grüne Tee, voll. So, Sushi klein,
Moussaka. Also Sushi klein und Moussaka. Und ich glaube, wir nehmen von den anderen mit. Jeweils einer. Das Eis ist voll, der ist voll. Sehr gut. Also da bräuchte man zumindest mal Mayo und die scharfe Soße nehmen wir halt auch mit. Komm. Da haben wir genug Bier. Reicht mir. Da nehmen wir zwei. Zweimal Fass. Hummus, Chips, Wodka. Hummus nehmen wir mit. Chips, die dunkle. Und Wodka ebenfalls einmal. Mehl, Kartoffelpüree. 1:1. Pfeffer, Reis, Sandwichbrot. Einmal und einmal. Nehmen wir mit. Dann gucken wir nach dem Scheiß da. Eins. Eins und eins. Knoblauchbier und der Kaffee. 1, 1. Dann gucken wir gleich nach dem Ding. Also die zwei sind voll. Und da nur das Dunkle. Nach dem Hobby geglotzt, aber ich glaube, der war voll. Ja, der ist sowas von voll. So, Jungs, müssen wir ganz kurz warten, das Telefon klingelt, es geht gleich wieder weiter. So, Entschuldigung, die kurze Unterbrechung. Wir gehen hier hinten weiter. Rinderhackfleisch brauchen wir, den brauchen wir und den brauchen wir. Und der Rest. Los und jawohl, den müssten wir eigentlich fast schon mitnehmen. Also das ist das Hühnerbein, der Schinken mit der Krone, Rinderding und das Weiße. Das ist ein bisschen viel auf Ärmel, ne? So, also Hühnerbein, Schinke, der da und der da. Ich glaube, das Bier war relativ leer, ne? Nö, ist relativ voll. So, das da unten ist voll, das habe ich selber voll gemacht das letzte Mal. Da brauchen wir zweimal Fass. Da bräuchte man schon fast zwei Wodka. Der Wein, der geht weg wie nix, ne? Wein, zweimal Wodka, zweimal Bierfass. So. Der da. Der da. So. Der passt. Das reicht mir auch. Oh, lieber Gott. Bonbeck Eis.
Bohne, Gemüsemischung und Bonn-Back-Eis. Hallo? Bohne, Bonn-Back-Eis, Gemüsemischung. Dann kommen wir mal zu den letzten neuen Dinge. Voll, voll, voll. Dann nehmen wir das Runde. Da eins, da zwei. Und da Reis eins. Duran eins. Nudeln zwei. Nudeln zwei. Da eins. Da eins und hier eins. Und das war's. Wir haben fast 4000 Euro. Das ist ein richtig Brett. Ein richtiges Brett. Es geht aufwärts, Jungs. Gott. Ich weiß, was das Problem an der Sache ist. Verdammt nochmal, ich keine Ahnung habe, wo die ganzen Dinger sind. Das ist das Problem an der Sache. Was weiß ich, wo der Uni jetzt noch von deiner scheiß Bohne rumfliege? Deshalb sollte ich vielleicht doch die ganzen Scheiß-Schilder wegmachen, weil ich bin dann dran schuld. Wenn irgendwas doppelt drin liegt und ich dafür extra Platz wegnehme. Und das ist nicht schön. So, die Buben da oben sind anscheinend alle schon fertig. Jawohl. Das heißt für mich auf mit dem Lade. Und auf geht's zur nächsten Geldeinnahmequelle. Hier in meinem Supermarkt. Alles ist voll. Es ist richtig nice. Naja, zumindest fast voll. Das sieht richtig, richtig nice aus. Man könnte zum Beispiel noch zweimal von dem Schinken holen und könnte die unten neu schmeißen. Beziehungsweise. Könnten wir. Jo, das machen wir auch. Passen wir auf. Mir baut ein bisschen um. Und zwar ist es der Schinken und das Rinderhackfleisch. Und warte mal, tun wir den weg? Den hole ich mir jetzt. Passt damit auf die Bube. Das machen wir folgendermaßen. Jetzt hole ich den zurück. Schmeiß den da unten rein. Schmeiße mal den Karton weg und mache mal das blöde Schildchen da weg. Nicht, dass da jetzt irgendein aufkommt und da wieder Schinken rein schmeißt. Jetzt gehe ich her und hol noch einmal
Rinderhackfleisch. Und somit hätten wir den Platz daneben mal dezent ausgefüllt. Das hätte man die ganze Zeit schon machen können, mir Idiot. Aber ich bin ja blöd. Da hinten sieht alles ganz gut aus. Der Reis da hinten, schwarzer Tee, könnte ich mal gucken, ob der irgendwo rumfliegt. Da haben wir sogar noch ein paar übrig von denen. Da ist er ja. Gut. Der war doch da irgendwo gerade. Ah ja. Dann nehmen wir gleich mal das Öl mit. Perfekt. Was leer ist, ist leer, hat mal einer gesagt. Und mal Bonbeck. Schocke. Sehr gut. Wieder was leer. Und mal die Mayo. Gut. Bonbecke. Fort. Das ist das helle Ding. Der hat es gewaltig nötig gehabt. Gleich wieder neu. Glindisch. Glindisch ist Fetch. Gut. Handseife. Ganz gewaltig nötig. Wir haben 7.03 Uhr. Das heißt, es war doch ziemlich weit oben. Dann nehmen wir kleine eine mit, weil ich die war relativ fertig. Glaube, das war schon zweit.
Pulp ist falsch. Pulp haben wir auch noch eine. Ja, leck mich doch. Jetzt bin ich aber fertig, ey. So. Guck, da haben wir doch da tatsächlich jetzt wieder zwei Stück von deiner Clean die Stinger gehabt. Ein Witz, oder? Was ist das? Ach, da war noch eine drin. Oh. Ja, da hat vorhin sowieso schon gefehlt. Von daher. Perfekt. Der schnappt sich gerade den Scheiß. Ich schnapp mir den Mist. ...1667, ich hoffe, das steigt noch einmal. Humus. Einer. Scherz, oder? Was ist das, Sushi klein oder groß? Keine Ahnung, eins von beiden. Auf jeden Fall ist es leer. Den Käse nehmen wir mal mit. Also ich denke mal, der geht noch auf 10.000. Die Butter nehme ich mal mit. Bruder ist voll. Den Schinken nehmen wir mal mit. Der ist Asche voll. Wieder sowas, was man nicht bestellen müsse. Der Kaffee. Grüne Tee. Das ist auch sowas, was die ja überhaupt nicht gern auffüllen, habe ich so das dumme Gefühl. Also es ist mir ein wahres Rätsel. Es gibt Sachen, die fülle die ums Verrecken nicht auf. Warum, weiß ich nicht. Und Tee gehört da dazu. Den lassen wir mal drauf, den haben wir gerade nachgeguckt, den haben wir aufgefüllt. Eine Otte Wasserflasche. Ist ebenfalls voll. Stopp, der war da drüber.
Pizza. Hat. Noch mehr Pizza. Gut. Der war. Ne, das war sie nicht. Der da ist es. Und das ist. Das Eis. Der ist da oben. So. Dann mache ich jetzt hier noch die letzten Schilderchen weg. So, sehr schön. Also, man hört nichts mehr an der Kasse, das heißt, die Bube sind fertig. Wir haben nicht nur 10.000, wir haben sogar 11.400. Was natürlich immer richtig nice ist. Und was eigentlich noch dazu zählt, was die nicht auffüllen, das ist dieser Joghurt. Die füllen alles auf, bis auf die Joghurts hier. Und alles, was mit Tee zu tun hat. Also, es ist sehr seltsam. Also, ich finde es immer wieder verblüffend. Und jetzt würde ich sagen, da haben wir noch ein bisschen was. Jo. Jo. Dann hätte ich gesagt. Wir haben 11.400. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Wenn es dann wieder heißt, hier herzlich willkommen in meinem Supermarkt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage tschüss, ciao mit V und bis zum nächsten Mal.